Nein. Entschuldigung. Hallo, guten Tag. Bäumler. Bäumler? Franz und Gerda Bäumler? Ja. Ja. Mein Mann. Guten Tag, mein Name ist Dr. Erika Würger. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Okay. Ich habe mich schon eine kleine Erfrischung hingestellt. Das ist ja einen langen Weg gehabt, ich bin. Ja, habe. Das haben wir. Aber haben Sie ja gefunden. Mhm. Sind Sie sehr beklemmt? Ja, ich habe eigentlich gar nicht die Absicht gehabt, hierher zu kommen. Meine Frau wollte ja unbedingt zu mir kommen. Sie wissen, wo Sie sich hier befinden, das ist richtig, ja? Ja, ja, das ist schon richtig, aber ich halte normalerweise gar nicht so viel davon, Frau Dr. Würger. Ich habe eine Frage, Herr Böbel. Darf ich mir ein paar Fragen und Antworten notieren? Ja, das ja, dürfen. Dass ich das hinterher ausarbeiten kann für Sie? Ja. Dann erzählen Sie mal, was für Probleme Sie haben. Ich würde sagen, Ihr Mann fängt diesmal an, sonst ist das ja kein Problem. Das Problem ist, dass mein Mann ja kein Problem hat. Das meinen die meisten Männer, dass sie keine Probleme haben. Ja, das ist mir eigentlich völlig unangenehm, hier darüber zu sprechen, über unser Problem. Ich selbst habe gar kein Problem. Sie sind verheiratet, bin ich richtig informiert? Ja, leider Gottes, ja. 3 Jahre. 3 Jahre. Mein Problem ist meine Frau. Das ist... Na, inwiefern ist Ihre Frau ein Problem? Sie sieht doch sehr attraktiv aus. Danke. Ja, sie sieht wohl so aus, aber... Klappt halt nicht mehr mit uns. Und was meinen Sie damit? Das liegt wohl an ihr, meiner Frau. Nicht. Also Sie meinen jetzt, es klappt nicht mehr im Bett, wenn ich so richtig informiert bin. Ja, richtig. Oder? Sexuell. Mhm. Es liegt aber nur daran, er will immer nur von oben. Also immer das Stinknormale. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und da beschwert er. Bin ich ja wohl der Mann, oder? Und er beschwert sich, ich habe ja schon mal eine Wünsche versucht zu äußern, dass wir mal was anderes ausprobieren, dass wir mal übers Wochenende wegfahren, damit wir mal die 4 Wände nicht mehr sehen oder sonst irgendwie. Will er nicht. Mhm. Und immer nur von oben, ich unten, er oben, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Mhm. Also deswegen weise ich ihn auch schon ab. Das ist aber ganz normal, Frau Dr. Würger. Das ist doch normal, dass ich ein Mann bin. Das ist doch ganz normal, dass ich oben... Ja, aber doch nicht hopp, hopp, hopp und dann fertig. Nein, das andere Problem liegt ja auch noch daran, haben Sie überhaupt Lust? Ich meine, es gibt ja auch Sachen, man ist gestresst, haben Sie viel zu tun, dass Sie vielleicht da so ein bisschen die Lust vergeht. Ich arbeite viel, ja. Ja. Und dann findet bei Ihnen praktisch das Sexualleben so einmal die Woche statt, so Wochenend. Von Ihnen aus jeden Tag, aber immer nur eben, dass er oben drauf liegt und ich unten, ne? Wie die Häschen, ne? Ja, so hopp, 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 einmal rüber und Hauptsache er hatte seinen Spaß, ne? Ja, meine Frau hat einfach keinen Spaß daran, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche. Was wünschen Sie sich denn? Ja, immer das Gleiche. Also, ja, wen lassen Sie mal immer ansprechen, bitte? Naja, er muss ja auch zu Wort kommen. Ich bin eigentlich schließlich, ich sehe das normal, das zwischen Mann und Frau, dass ich der Mann bin, dass ich auch mal, wie schon gesagt, dass ich eigentlich der dominierende Teil bin. Das ist doch ganz selbstverständlich als Mann. Und was haben Sie denn? Haben Sie irgendwelche Träume oder Wünsche? Jetzt mal nicht im Sexualbereich. Schwebt Ihnen da irgendwie was anderes vor als das ganz Normale, was man so normal bezeichnet? Nein. Nicht? Nein. Ihnen fällt da auch nichts zu ein? Nee, was für einer, was zu anfangen? Ach, da gibt es auch andere Varianten. Ich meine, viele stehen auf Leder oder auf extravagante Kleidung schon, dass der Reiz auch fürs Auge da ist, dass man damit sagt, oh ja toll, das ist mal was anderes. Der einzige Reiz für ihn ist Fußball, Auto, ja, und nur Dummheiten im Kopf. Ja, das gehört dazu. Also Sie haben es also nicht nur mit Ihrer Ehefrau, sondern ich das richtig verstanden habe, geht Ihr Mann denn, gehen Sie fremd? Da wollte er mich betrügen, da hatte ich ihn auf frischer Tat ertappt. Ja, was bleibt mir anders übrig? Und war das anders als mit Ihrer Frau? Ja, die Frau, was heißt denn anders? Ich machte jedenfalls das, was ich wollte. Aha. Also ich kann ihn mal... Naja, sagen Sie wohl, was Sie denken. Also ich habe keine Lust, wie ein totes Stück Fleisch da rumzuliegen und er macht hopp, hopp, hopp und dass sie da nicht ahnen. Und also machen Sie da was gegen, wenn ich jetzt mal Ihrem Mann etwas zeigen würde und Ihnen das demonstriere und dass Sie eventuell, ich weiß ja nicht, ob Sie dann Freude daran haben, es ist mal eine andere Variante, dass Sie dann sagen, gut, ich könnte das auch mal ausprobieren, hätte ich Lust zu und einfach mal drauf ankommen lassen. Darf ich Sie mal, Herr... Das ist mir aber eigentlich völlig unangenehm. Das muss Sie nicht unangenehm, deshalb sind Sie auch hier. Herr Bäumle, darf ich Sie mal bitten, dass Sie zunächst einmal, ich meine, darf ich mal eins sagen, Ihre Hose ist wesentlich zu eng. Ich meine, da kann auch nicht viel passieren, da kann auch keine Freude aufkommen. Irgendwas schlafft da ab bei Ihnen. Nicht? Da müssen Sie drauf achten. Das ist total, also das ist nicht in Ordnung. Tun Sie mir mal einen Gefallen. Ziehen Sie zunächst mal Ihre Hose aus. Diese hier. Was hier? Hier, ja, hier jetzt vor uns.
Brauchen Sie nicht zu genieren, hier ist keiner weiter, der zugucken könnte. Wenn Sie meinen. Also mir ist es selber unangenehm, was da unterschreckt. Das verstehe ich gar nicht. Also das kann ich Ihnen auch nicht ausreden, sowas, aber Sie werden es ja gleich selber sehen. Wenn die zu eng ist, dann wird Ihnen sicherlich diese Hose sicherlich sehr gut gefallen. Ich meine, das ist total modern, das trägt man heute. Vielleicht in der Badeanstalt, ja. Das sind die sogenannten Jesus-Latschen, nicht? Das sind die Körner-Freaks. Ja, die sind immer sehr gesund. Sind Ökotyp. Unter anderem, ja. Darf ich noch mal eben ganz kurz? Ich muss mit dem aufstehen. Guck mal, was da sich so hinter verbirgt. Wenn ich mir das so angucke, darf ich mal? Also wenn schon, müssen wir das ja auch ganz korrekt machen. Also Herr Bäumle, ich weiß nicht, mir könnte auch schon, also der Gedanke daran alleine erschreckt mich. Wieso das? Ja, es ist überhaupt nichts. So, hier bitte? Da sind wir. Da sind wir, das ist auch schön. Aber zunächst würde ich sagen, also, wir sollten uns vielleicht nochmal der Pantoffel entledigen. Es kommt nicht so gut. Ich sage ja, ich kriege auch schon Beschwerden, Beklemmung, wenn ich an Ihre Gattin denke und an die Puschen da unten. Gefallen Ihnen die nicht? Nee, absolut nicht. Passt nicht. Für die Aktion, die wir vorhaben, ohnehin nicht. Sie werden sehen, wenn wir mit der Lektion fertig sind, auch im Anschluss daran mit Ihrer Frau, Sie sind ein ganz neuer Mensch und Sie werden wieder Freude am Leben haben. Meinen Sie? Ja. Würden Sie bitte so lieb sein? Wenn Sie unbedingt wollen. Ja, und wenn das ginge, würde ich sagen, Ihre schönen schneeweißen Baumwollsöckchen, derer dürfte sie sich auch noch erledigen. Oder sind Ihre Füße nicht gewaschen, weil Sie so etwas skeptisch gucken? Meine Füße sind immer sauber, Frau Doktor. Das ist in Ordnung. Das ist doch schon mal was. Gerne, ne? Da kann man sich ja schon nicht drüber beschweren. So. So, darf ich bitten?